Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Endsamgebirge mit dem Patrick heute. Einer. Mit dem Jörens. Moin. Mit dem MacMopsy. Einer. Mit dem Jakob. Moin. Und mit dem Leon. Einer. Was habe ich denn vergessen? Nee, okay. Lasst mich ganz kurz mal reinspringen bei euch, nur um zu sehen. Ja, eins in deinem B3-Eimer. Genau, die Jungs sind hier fleißig am Häcksel. Alter, bei mir backt das gerade rum, aber ist egal. Sehr schön. Wir haben jetzt alles reif gemacht über Nacht. Und. Alter Schwede, was macht ihr zwei Hübschen denn da? Patrick? Jörens? Ich stehe noch rum. Wolltest du abfahren oder soll ich? Wir bräuchten jemanden, der festfährt, ne? Sonst halt den Schlüter zum Abfahren. Dann gehe ich nach drüben und fahre. Ich würde sowieso einen Hanomag nehmen und jetzt hochfahren, weil die Hanomags brauchen wir dann an der BGA. Und dann mit dem Hanomag. Apropos Hanomag, bei den Kühen ist nichts mehr. Ist nichts mehr? Dann muss das auch jemand machen, bitte. Station, die Lage, ja? Jörens, machst du die Kühe? Ich mach Kühe. Du machst Kühe, ich mach BGA. Und Patrick macht Abfahrer, irgendwas. Mist. Ich mach Mist. Du machst Mist. Was? Nein. Nein, nein. Der Mist funktioniert doch nicht. Der funktioniert doch nicht, Patrick. Mein Gott, passe nicht auf. Jörens, du kannst. Wo ist ein Ballengabel? Das musst du den Jakob fragen, glaube ich. Jakob? Auf diesem. Ah, da, Regal, auf dem Regal. Ich sehe das auch von hier. Also. Eieieiei. Das gibt einen Minuspunkt. Kann ich mir erlauben. So, wenn irgendwelche Probleme sind beim Häckseln, sagt Bescheid. Werner, wolltest du das Feld kaufen? Kann ich auch machen. Ich fahr gleich die hin. Die 12. Die 12 wird gekauft. Haben wir ausgemacht. Geld ist da. Ist über Nacht reingekommen durch die Milch. Alles klar. Ich finde es irgendwie schade, dass man es nicht verkaufen kann, aber gut. Also das heißt noch ein Milchverkaufsstelle einbinden. Ja. Nö, ich möchte jetzt keine hohen Ansprüche stellen, aber normale Milch, vegane Milch, Haarmilch. Weiß nicht, was noch alles gibt. Nee, aber prinzipiell reicht mir schon so ein kleines Gedöns, wo ich das nur verkaufen kann. Nur, dass man das halt hinbringen kann, damit es nicht automatisch geholt wird, weil das finde ich irgendwie kacke. Ja, Maru hat doch dieses platzierbare Stop-Milch-Zeil. Ja, genau. Ich weiß nur nicht, ob das auf einem dedicated Server läuft, das weiß ich nicht. Ach, nein, ich meine wohl. Ja, eben. So, das Feld ist gekauft. Viel Spaß, Jungs. Jo. Danke. Kein Problem. Hab ich gern gemacht. Nur für euch. So. Lass mich nochmal was nachgucken, weil ich ein neugieriger Mensch bin. Lalalala. Oh. Na gut, der ist ein bisschen teuer. Das können wir nicht machen. Ich gucke noch was anderes schnell nach. Diverses. Huh. Nee, wir kaufen keinen zweiten Häcksler. Nein. Oha. Oh, ich hasse diesen Baum, ey. Schafft ihr das, Kinders? Ja. Okay. Das ist nur dieser scheiß Baum, wo wir letztes Mal auch drin hängen geblieben sind. Ach, das. Den können wir mal wegschneiden bei Gelegenheit. Ja. Das geht gar nicht. Ich einfach mit dem kleinen Liter. Ja, okay. Nee, also. Leon, ich wäre das schon. Wäre schon geil, wenn du das bald machen kannst, ne? Weil es ist, sag mal so ganz ehrlich, ihr wisst nicht, wie lange wir hier sind. Und wenn du dann eine Map baust oder umbaust und wir spielen da 5-6 Folgen drauf, ist auch kacke, ne? Ja. Weißt du, was ich meine? Also, du hast ja, glaube ich, jetzt Ferien, oder? Doch, ich habe jetzt Ferien. Ja, siehst du? Perfekt. Also. Kann ich machen. Gut, ich habe noch ein bisschen Silage rausgekratzt aus den Silos. So, weiß ich nicht, 2.500 Liter. Die werden wir jetzt gleich mal hier reinschmeißen. So als, ja. Damit die BGA wieder was zu tun hat. So. Ich guck, wer kommt die? Braucht es. Bist du mal in der BGA? Ich bin BGA, ja. Warum? Ja, weil ich jetzt komme. Ja, komm mal vorbei hier. Ich habe nochmal Silage gefunden. Ey, das ist unfassbar schnell der Häcksler dreckig wird, ne? Das ist krass, ja. Ne? Das unnormal. Ist echt krass. Wir werden auch demnächst einen neuen mit reinnehmen, bin ich der Meinung. Gute Idee. Was habt ihr irgendwelche Wünsche? Also der John Deere wird schon mal nicht, das kann ich schon mal sagen. Nee, der John Deere, der frisst so viel Leistung. Also ich bin gerne für einen Krone oder für einen Klaas, habe ich kein Problem mit den zwei. Krone. Krone, ja. Ja, Krone?
Wollt ihr den von Bulgo haben oder wollt ihr was anderes? Von wem? Ja, diesen fetten Häcksler. Links, rechts? Links. Ich glaube, er hat mit mir gesprochen. Rechts. Eingabe. Papp. Ja, läuft. Was habe ich denn jetzt gemacht? Was ist das? Ben hat's kaputt gemacht. Der Leon cheatet. Leon? Ja. Auch, ich habe auch gescheatet. Fahr mal zurück. Ich fahr jetzt nochmal hoch. Ich habe auch gescheatet. Ja, hast du gemacht? Warum hast du das gemacht? Weil ich's kann. Fahr rein, Leon. Ich habe einfach den Mix wieder angemacht. Leon. Da belehren dauert das immer ein bisschen. Hä? Was ist das? Weiß. Das ist doch mega kacke hier. Steig mal ein in den Hanomag hier. Hey, es ist doch mega Müll. Ich fliege. Alles klar. Oh, Alter, wieder an Kante da. Kann doch nicht sein, ey. Was macht ihr denn da? Ja, guck mal rein. Kannst guck mal rein in den Hanomag. Ja, aber das ist doch wieder sowas, was überhaupt nicht für die Map spricht, ne? Geile Sache. Ja, das ist Subnail. Was? Was ist daran cool? Warte. Ach, warte, kann ich. Muss man unten mal sauber machen, der ist ganz dreckig. Wow. Aber hier scheint ja was drin zu sein. Warte, warum bin ich unten und die oben? Patrick? Ich bin schon. Ja, weitermachen jetzt. War nur ganz kurz. Kipp mal aus, Leon. Kannst du auskippen? Einmal TÜV. Er ist gerade runtergefallen wie so ein nasser Sack. Kaum kippt er aus. Okay, das ist gut. Ich fange schon mal an zu verdichten, weil sonst braucht man da wieder 5 Jahre für. Kannst du einen Drescher nehmen? Nein. Ja, was hast du? Alter. Das war damals notwendig, weil keine anderen Geräte da waren. Kann auch ein volles Gülle fassen. 10 km/h, ne? Wiese. Hat er schon. Der Wiese weiß, wie das läuft. Aber weißt du, was der Vorteil ist? Seitdem ich meinen Rechner neu aufgesetzt habe, funktioniert mein Tempomat auch wieder. Nö, das ist ja nicht schlecht, ne? Das ist ganz komisch immer. Ganz komisch. So, Kinders, ich habe jetzt hier eine Liste, einen Zettel, ich habe hier einen Kugelschreiber und jetzt sagt ihr mir an, welche Mods wir demnächst draufnehmen. Wir haben gesagt, das Förderband. Den Häcksler. Was wollt ihr für einen haben? Eine Krone, ne? Ja, Krone gibt's. Wollt ihr den 580 haben oder wollt ihr den großen 1000er oder den, weiß nicht wie der heißt? Lass den großen. Den, ja, dann den großen. Den großen, okay. Dann? Du meinst ja was von wegen Frontlader, ne? Es gibt ja dieses Paket, dass man so eine Konsole anbauen kann an fast jeden Träger, der keine hat. Echt? Ich weiß alle, nicht, ob wir einen Frontlader brauchen oder ob wir uns jetzt erstmal auf die Handlungs beschränken. Die Radlader. Das wäre halt auch mein Anliegen. Weil Trecker, ja. Wir haben erstens die Radlader und zweitens der Deutsche müsste auch eine Frontlader-Konsole haben, ne? Eigentlich müsste er eine haben. Müssen wir mal nachgucken. Der Leon hat Nein gesagt, aber ich gucke dann nochmal nach. Vier Augen sind besser als zwei. Nee, nachher. Hat keinen Stress jetzt, wirklich nicht. Aber die Traktoren, da könnten wir auch ein D4 finden. Traktoren müssen wir auf alle Fälle was mit reinnehmen. Mit Frontlader. Traktor mit runter, ne? FL, okay. Was brauchen wir noch? Wir brauchen einen Wagen. Nee. Einen Wagen für die Paletten. Sorry. Wow. Was hast du denn? Das weiß ich nicht so genau. Hallo. Bleib da stehen. Wie laggt es leicht oder ist glitscht? Ja, bei mir hat es auch gerade übelst gelaggt. Also bei mir war gar nichts. Nö. Der hat bei mir den Tempomaten gar nicht mehr rausgenommen. Okay, das ist komisch. Eins, was bei mir ist, ich kann die Uhrzeichen nicht mehr sehen und die Karte nicht mehr. Wow, okay. Läuft ja richtig gut, ne? Mhm. Jeder hat so sein Handicap. Okay. So, fällt euch noch was ein spontan, was wir brauchen? Gut, nächste Frage. Nee, okay. Anhänger vielleicht, ne? Ja, eben einen Silowagen hier für SXL. Silowagen haben wir drin. Silowagen, also ich bin ja ganz ehrlich sehr viel für Standard.
Schade, dass wir das IT-Runner-Gedöns nicht drauf haben. Naja, das ist halt das Problem. Das hat nicht jeder, ne? Ja, das ist das Problem, ja, ne? Das ist das Problem, Mann. Sonst hätte ich gesagt, diesen einen LKW davon für den IT-Runner. Ja, ich weiß, was du meinst, den MAN. Genau. Naja. Es gibt aber eine Alternative zum IT-Runner, das ist so ein Transportpack mit den Containern. Kennt ihr das? Ein Fliegel? Weiß ich gar nicht, ob das ein Fliegel ist. Ich hab's ja mal angeguckt. Mag sein. Ich finde das nicht so schlecht. Weil du kannst dann auch Container abstellen, vollmachen, Container abholen, mit LKW, mit Anhänger, allem drum und dran. Könnte man ja mit draufnehmen. Könnte man. Man muss es ja nicht verwenden, aber man hat's drauf und man hat die Option, eben, ne? Eben. Das ist halt das. So, Moment, da schreibe ich mir das jetzt doch auf. LKW mit Container schreibe ich einfach hin. Wenn du morgen auch weißt, was das ist. Nee. Aber da habe ich wenigstens einen Grund, scharf nachzudenken. Sind wir schon wieder beim Thema denken? Sind wir schon wieder, ja. Schlimm, schlimm. Ohne Denken geht gar nichts mehr. Ich höre einen Träger. Hinter dir, bleib mal stehen. Ich bleib stehen. Patrick, also jetzt trägst du aber dick auf, ne? Eieieiei. Leon 10 km/h, ne? Haben wir 125.000 Euro? Lassen. Haben wir nicht. Wir haben 93.700. Warum? Eine Solaranlage. Nein! Ja, genau, ey. Solaranlage. Wir müssen an die Zukunft denken. Ja, davor kaufe ich noch 50 Kühe. Haben wir 1,25 Millionen? Nein, Euro? Haben wir auch nicht. Nein, nur 1,2. Mein Gott, haben wir einfach nicht, Kinders. Warum nicht? Ja, weil ihr mehr arbeiten müsst. Haben wir 20.000? Wir haben 20.000, aber du bekommst kein Bienenhaus oder sonstiges. Verdammt! Leon, du darfst auch gerne so einen halben Meter Abstand lassen. Nee, Leon ist der Kuschler, das ist allgemein bekannt. Ja, das ist... Werner, ich habe eine Verwendung für den Mist gefunden. Das wäre? Ah, das nee, kein Gewächshaus! Warum denn nicht? Nee, ich weiß genau, wie das dann läuft. Wenn du mal nicht da bist, Jürgens, ne? Dann ja. Nimmt das keiner, dann verwendet das keiner. Da kümmert sich kein Mensch drum. Das hatte sich nicht darum kümmern. Hallo, das musst du schon machen. Dann muss ich jetzt ja versuchen, dann muss ich versuchen, dass ich das mal noch da bin. Weißt du was, wir machen das einfach so. Jeder bekommt ein Gewächshaus und das am schlechtesten, ne, bewirtschaftet ist, der fliegt raus. Alles klar. Viel Spaß beim Sparen. Wir machen jetzt jetzt eine Challenge. Ja, was ist Challenge, da bin ich dabei. Wo ist Angebot? Was? Was ihr euch da zusammenkurft. Ich bin am Festfahren. Ich hasse das mit Tastatur LS spielen. Willst du dann gleich mal meinen Job übernehmen hier? Kann ich machen. In der nächsten Aufnahme, weil, ne, ist ein bisschen langweilig für die Leute, das immer nur rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Ja, du lass. Aber wir können jetzt schon tauschen, ne? Mir ist das egal. Ja, dann lass mal tauschen. Du hättest ja auch Trick 17 machen können. So, Kinders, jetzt wird hier, ne? Werner? Ja? Wenn du dein Lenkrad 90 Grad einschlägst, ne? Ja. Oder 900 Grad, noch anders du hast. Ja. Bleibt es in der Position oder federt das zurück? Das geht zurück. Aha. Weil da ist eine wunderbare Feder drin. Ja, aber andernfalls hättest du dein Lenkrad volles Brett in eine Richtung einschlagen. Ja, aber das ist ja nicht realistisch. Das ist ja nicht realistisch. Das muss ja realistisch bleiben. Realistisch? Hast du schon mal einen Drescher gesehen, der ein Silo festfährt? Sehr gut. Kann man nichts gegen sagen, ne? Ja. Schlimm. Schlimm. Immer diese Frische. Ich glaube, nach der Aufnahme ist mir schlecht. Warum? Ja. Warum fahrt ihr denn alle im Kreis da oben? Das ist entspannter. Mich wundert. Moment mal, lass mich ganz kurz was gucken. Der Mac Mopsy ist der Übeltäter. Jetzt weiß ich, wer das ist. Der immer die Vorwärts-Rückwärts-Schaltung ausmacht. Na, das jetzt nur, weil. Patrick! Ich halte die Vorwärts-Rückwärts-Schaltung auf, Patrick. Und dann ist auch mit Tastatur. Jakob! Patrick! Patrick!
Warum funktioniert das bei dem Hexler nicht? Da kommt dein Leon. Mach's weg. Gut, wir sind fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde uns sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge auf der Enz. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Reingehauen, ciao.